Zu den vielen Dingen, die wir im Augenblick, glaube ich, alle vermissen, ist es neben Theater, neben Musik, neben Lyrik, neben Lesung und so weiter, ist es auch die Rede, dass man einem Menschen lange zuhört, dass ein Mensch Zeit hat, einen Gedanken langsam zu entwickeln, Umwege zu gehen, Abschweifungen. Das ist ja etwas, was das Internet, der Bildschirm, der Computer nicht so leicht macht, weil man so leicht wieder abschalten kann, umschalten kann, wegklicken kann. Wenn man einmal im Kino sitzt oder in einem Vortragssaal oder in einem Theater, ist es viel aufwendiger zu gehen, wenn man schon einmal gekommen ist. Man hat vielleicht auch eine Karte bezahlt. Man will erstmal, man schaut erstmal, was da passiert. Und dieser Vorgang ist eigentlich einer der schönsten überhaupt, nicht zu wissen, was passiert. Neugierig zu bleiben da, wo es erstmal einen nicht so interessiert, wo man erstmal nicht was, etwas nicht versteht. Und das Reden ist in unserer Zeit einer der seltenen Momente, wo wir einem Menschen, der weder zaubert noch irgendwie groß Theater macht oder der auch nicht blinkt und nicht irgendwas projiziert in die Wand, wo wir einfach einem Menschen zuhören beim Reden, ohne alles. Das überträgt sich viel schlechter im Netz, aber ich hoffe, dass es sich in Ulm auch ein bisschen im Netz übertragen wird.